Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Wir sind hier noch bei Patronax auf dem Gipfel der Welt, auf dem Hals der Welt, haben Alduin, ja, bezwungen, kann man vielleicht sagen, weiß ich nicht. Oh, was ist denn jetzt, warum schimmert hier denn alles so mit mir schwummerig? Ne, ist hier nur die Zeitwunde, die Zeitwunde. Ich stand mitten in der Zeitwunde. Genau. Also zumindest haben wir ihn, ja, eigentlich haben wir ihn bezwungen, aber er konnte trotzdem fliehen. Und wir müssen jetzt wissen, wohin. Dafür sollen wir einen seiner, seiner Mitdrachen sollen wir gefangen nehmen in der Drachenfeste von Weißlauf. Einer seiner Mitstreiter, wollte ich sagen. Und ihn dort befragen. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal den Jarl davon überzeugen, dass wir das dort auch tun dürfen. Jetzt muss ich mal gucken, es ist 12:30 morgens. Da gehe ich nochmal schnell schlafen. Gehe ich mal kurz nach Hause nach so einem Kampf. Nach so einem Kampf müsste man auch erstmal sich ein bisschen ausschlafen. Das ist auch in Ordnung. Und wir wollen mal schauen, was der Jarl sagt. Ob der damit einverstanden ist, dass wir hier einfach mal so einen Drachen fangen. Ja, und ich habe festgestellt, dass gegen Alduin weder Frost noch Feuerzauber wirklich gut gewirkt hat. Was gut funktioniert. Oh, er kocht wieder. Was ganz gut funktioniert. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, es ist wunderschön, Wilka, es ist wunderschön. Was ganz gut funktioniert hat, ist Pfeil und Bogen tatsächlich. Das hat dann echt ordentlich was gebracht. Und ich muss gucken, wenn ich mit anderen Drachen zusammenkämpfe, dass ich nicht den falschen Drachen angreife. Es ist mir eine Ehre, das euch wiederzusehen, ist mir meine nämlich Tane. Leider auch passiert und ich habe aus Versehen Patronax angegriffen. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Schön, euch wiederzusehen. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück in Weißlauf. Wir standen Alduin entgegen. Wir haben bestanden, sind nicht gestorben. Wir haben jede Menge Heiltränke gebraucht. Also ich brauche auf jeden Fall... Ich brauchte auf jeden Fall noch, obwohl ich habe noch die guten habe ich. Ich habe erst die schlechten genommen. Die Göttlichen sind euch. Das heißt, die ganzen ewigen Heiltränke und so weiter habe ich noch. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Was zur Hölle? Apropos. Allerdings habe ich halt auch mit Patronax zusammengekämpft. Also das erste Mal ohne Hilfe wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger werden. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Was ein Typ, ey. So, Jarl. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke. Wie kommt ihr darauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Frag das mal. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ja, okay. Und auf wessen Seite steht ihr? Auf der Seite von Weißlauf, das haben wir doch schon gefragt, wenn oder? Wenn ihr damit den Krieg meint? Ja. Ich stehe, General Tully, Ulfric Sturmmantel wäre... Der Tag mag kommen, doch dieser Tag ist noch nicht da. Kennen wir doch alles schon. So, okay, also mal zur Sache. Ich brauche eure Hilfe, ich muss einen Drachen in eurem Palast fangen. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn das nicht wichtig wäre. Natürlich. Ihr habt ja bereits Weißlauf vor diesem Drachen gerettet. Ich habe euch viel zu verdanken. Aber ich verstehe nicht. Wieso sollten wir einen Drachen ins Herz meiner Stadt lassen, wo wir uns doch bislang alle Mühe gegeben haben, sie fernzuhalten? Die Gefahr ist wesentlich größer, als ihr glaubt. Alduin ist zurückgekehrt. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Yes. Aber... wie können wir gegen ihn kämpfen?
Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Es ist, ich bin ein Drachenblut. Ich bin ein Drachenblut. Es ist mein Schicksal, ihn aufzuhalten. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Das ist die einzige Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Und was wäre, wenn ihr euch keine Sorge um einen feindlichen Angriff machen müsstet? Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochrodgar ist neutrales Gebiet. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Überlass das mir. Ich werde mit Arngeier über die Ausrichtung von Friedensverhandlungen reden. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesem Krieg mit dazu. Die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren? Ja, habe ich das richtig verstanden? Der Legende nach. Obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Es heißt, er habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antor unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Numinex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Ah ja, der über euch. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Ja, das... Ja, noch nicht, ne? Wir müssen erstmal... Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Gut, dann wieder zurück nach Hochrodgar, da waren wir gerade eben erst. Also nicht direkt dort, aber auf dem Hals der Welt, ein paar Meter weiter oben. Ah, dann lass uns mal mit Arngeier quatschen. Gut, dass wir so einen guten Draht zu fast allen hier haben, ne? Das ist wirklich viel wert. Muss man schon sagen. Arngei, ich unterbreche euch nur ungern bei was auch immer ihr da macht. Arngei, ja. Alduin, wir haben den Drachenfallschrei bis hierher gehört. Habt ihr ihn besiegt? Ich dachte, es wäre euch egal. Ja, ich habe ihn besiegt, aber er ist entkommen. Ich muss sein Portal nach Sovngarde finden. Das habe ich befürchtet. Ich dachte mir schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss einen Drachen fangen. Wir sind keine Krieger. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Ich möchte einen Drachen fangen. Ich brauche eure Hilfe, um den Krieg zu beenden. Ihr missversteht unsere Autorität. Die Graubärte haben sich noch nie in politische Angelegenheiten eingemischt. Jarl Balguf will mir erst helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin, aber ohne die Hilfe des Jarl. Beide Seiten respektieren die Graubärte. Sie werden zuhören. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können.
Wohin ist Alduin gegangen? Laut der alten Sagen kann er nach Sovngarde reisen, um die Seelen der Toten zu verzehren. Wir müssen herausfinden, wie er das macht, bevor er neue Kräfte gesammelt hat und zurückkehrt. Jo. Gut. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Jo. Sehe ich auch so. Gut, dann reisen wir mal nach Windhelm zu Ulfric Sturmmantel. Schaffen wir das heute noch? Wahrscheinlich nicht. Komm, wir reisen erstmal nach Einsamkeit. Zu General Tullius, genau. Ich schlafe jetzt nicht. Ich warte jetzt einfach mal 3 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden. Und dann sollte er ja. Dann sollte er ausgeschlafen haben. Huch. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ihr könnt Trugbilder. Die Wachen immer. So, General Tullius. Redet mit Lega Drecke. Sie wird darüber entscheiden, ob ihr euch für die Armee eignet. Ich glaube, das habe ich auch schon alles gefragt, oder? Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Wir machen erstmal, wir konzentrieren uns mal auf unseren. Was wollen denn diese alten Einsiedler von unserer mir? Aufgabe. Sie laden zu Friedensverhandlungen in Hochrotka ein. Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Wir brauchen einen Waffenstillstand, bis den Drachen Einhalt geboten wurde. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Die Drachen stellen ja aber im Moment ein wesentlich größeres Problem als die Sturmmenschen dar. Das ist ein gutes Argument. Es ist inzwischen schon schwierig, einfach nur Truppen zu verlegen, ohne einen Drachenangriff herauszufordern. Die Sturmmäntel leiden auf jeden Fall genauso. Selbst Ulfric könnte einen Waffenstillstand unter diesen Umständen verstehen. Ihr werdet also zu den Friedensverhandlungen kommen? Ja. Ja, in Ordnung, ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht? Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Gut. Er wäre verrückt. Dann haben wir. Ihr habt doch die Schluchtweiherhexen erledigt, die nicht wahr? Die Berichte meiner Kundschafter sehen da an. Indem ihr mich einfach mal hier jeden rausgehen Tag lässt. Schließen sich ihm näher an. Lasst. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen. Bleibt. Manchmal sind es auch zu viele Dialoge auf einmal. Im zwinkernden Skever. Ja. Ist gut. So, dann noch Ulfric. Schauen wir mal, ob wir da heute noch zu kommen. Ja, 11:30, dann nehmen wir uns nochmal ein Zimmer. Das lohnt sich dann doch, nochmal schlafen zu gehen. Wir werden wahrscheinlich wieder gedisst, weil wir Dunkelelfe sind. Mir aber egal. Ihr geht am besten einfach weiter. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Und macht nichts kaputt. Die arme Nilsine ist am Ende, sagt ihre Schwester ums Leben. Ja, Winter muss ich mich auch noch ein bisschen drum kümmern, ne? Hier habe ich auch wenig Quests bis jetzt gemacht. Da ist sicherlich noch einiges zu holen. Außerhalb der Stadt. Aber na gut. Erstmal. First things first. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Er ist ein echter Noch. Er wird es sich schon noch überleben. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart in Helgen bei uns. Wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Sprecht mit Galmar. Ich will noch gar für gar keinen kämpfen im Moment. Ich möchte. Das ist nicht der Grund für meine Anwesenheit.
Wie schade. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Galma. Was führt euch zu mir? Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Es ist auch Zeit, dass sie ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen sie? Frieden. Sie möchten über einen Waffenstillstand verhandeln, bis die Drachengefahr gebannt ist. Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Na dann? Aber die politische Lage ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Das ist ja auch der Sinn von Friedensverhandlungen. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen. Es sei denn, Tullius kommt selbst. Er kommt doch. General Tullius hat schon zugestimmt, daran teilzunehmen. Gut. Wir kontrollieren immer noch die Hälfte von Himmelsrand. Trotz allem, was das Kaiserreich uns entgegenwerfen konnte. Ich bezweifle, dass das Kaiserreich noch viel mehr Blutvergießen verantworten will. Ihr werdet also an den Friedensverhandlungen teilnehmen? Ja. Ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Das ist nicht der Sinn von Friedensverhandlungen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Was ein Typ. So, dann zurück zu Arngeier. Uhr 17, sonntags, das ist doch der richtige Zeitpunkt für Friedensverhandlungen. Sind sie schon alle da? Arngeier? Ihr habt es also getan. Ja. Die Männer der Gewalt haben sich hier versammelt, in diesen Hallen, deren Grundfesten dem Frieden geweiht sind. Ich hätte nicht zustimmen sollen, diesen Rat zu leiten. Wir Graubärte sollten uns nicht in solche Angelegenheiten verstricken lassen. Keine Sorge, ich werde sie dazu bringen, Frieden zu schließen. Frieden? Das bezweifle ich. Vielleicht legen sie für kurze Zeit ihre Waffen nieder, aber nur, um vor dem nächsten Blutvergießen neue Kraft zu sammeln. Sie haben noch nicht genug vom Krieg. Noch lange nicht. Kennt ihr das alte Nordwort für Krieg? Unendliche Jahreszeit. Und das beweist sich erneut. Aber Reue bringt nichts. Wir müssen jetzt damit leben. Nehmt euren Platz am Ratstisch ein. Mal sehen, welche Weisheit wir bei diesen Kriegern von Himmelsrand finden. Also Arngeier, nicht wahr? Ihr wisst, weswegen wir hier sind. Oh. Werdet ihr uns hineinlassen Delphine? Oder nicht? Niemand hat euch hierher eingeladen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Wir haben genauso viel Recht, bei diesem Rat anwesend zu sein, wie ihr alle. Im Grunde sogar noch mehr. Denn wir waren es, die das Drachenblut auf diesen Weg gebracht haben. Wer seid ihr? Die Überheblichkeit der Klingen kennt wahrlich keine Grenzen. Delphine, wir sind nicht hier, um alte Streitigkeiten neu aufzuwärmen. Wir haben es mit einem dringenden Problem zu tun. Alduin muss aufgehalten werden. Ihr hättet diesen Rat nicht einberufen, wenn ihr nicht auch dieser Meinung wärt. Wir wissen eine Menge über die Lage und die Bedrohung, die Alduin für uns alle darstellt. Ihr braucht uns hier, wenn dieser Rat Erfolg haben soll. In Ordnung. Tretet ein. Ach, der Arngeier, ja. Im Herzen ist er ein guter, ne? So, wo? Hier. Ah. Oh. Schöner Raum auch. Er ist hier. Elenvin ist hier. Ja, Balgruf, klar. Lieber, ja, Balgruf ist auch da. Ach so, ja, klar, okay. General Tullius, Jarl Elisiv, Legat Ricke, Galmar Steinfaust und Jarl Ulfric Sturmmantel und die Klingen und die Graubärte. Und ich setze mich mal hier hin. Geht's los? Die Trödel da hinten. Das Delfin, ne? Wer ist da? Achso, das ist Espern, ja. Delfin, Espern, alles klar. Wir,
Jetzt, wo alle hier sind, solltet ihr euch setzen, damit wir beginnen können. Handle einen Warnschild aus. Geilste Quest-Aufgabe ever. Ich hoffe, dass wir alle hier uns Nein. im Geist des... ihr beleidigt uns, indem ihr sie zu dieser Verhandlung mitbringt? Eure wichtigste Talos-Jägerin? Das hat ja nicht sehr lange gedauert. Oh, hört, hört. So wie immer. Ich habe jedes Recht, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Ich muss sicherstellen, dass hier nichts vereinbart wird, was gegen die Bedingungen des Weißgold-Konkordats verstößt. Sie ist Teil der kaiserlichen Delegation. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, wen ich zu diesen Verhandlungen mitbringe. Bitte. Wenn wir erst über die Bedingungen der Verhandlung verhandeln müssen, werden wir nie ans Ziel kommen. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, sich die Meinung des Drachenblutes dazu anzuhören. Bei Ismirs Bart. Diese Kaiserlichen haben Nerven, was? Zu denken, dass ich mich mit dieser Talmor-Schlange an einen Tisch setzen würde. Entweder sie geht oder ich gehe. Ich mag die Talmor auch nicht, aber eigentlich hat er recht, ne? Er kann ja mitbringen, wen er möchte. Nee, komm, ist mir aber egal. Ich sag, die Talmor haben hier nichts zu suchen. Ich bin froh, dass wir in dieser Frage übereinstimmen. Ich habe auch keine Angst vor denen. Ulfric, genießt euren kleinen Sieg. Die Talmor werden mit jeder Führung verhandeln, die in Himmelsrand regiert. Wir wollen uns keinesfalls in euren Bürgerkrieg. Wir wissen ja, was die Talmor eigentlich im Schilde führen. Ha. Die haben nämlich gar kein Interesse an Frieden. Niemals den Talmor unterwerfen. Im Gegensatz zu euren kaiserlichen Freunden hier. Ihr habt Glück, dass ich den Rat der Graubärte respektiere, Galmar. Legat, wir vertreten den Kaiser hier. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Los geht's. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen, es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er Wir nicht widerstehen Wir sind hier, kann. Um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen, damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Das ist alles. Ich betrachte schon das Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Geste. Seid ihr fertig? Seid ihr nur hergekommen, um Reden zu schwingen, oder kommen wir endlich zur Sache? Ja, bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Sehr schleppend, das geht ja, sehr schleppend Ulfric, voran. General Tullius, einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor gegeben. Wir versammeln uns hier auf Wunsch des Drachenblutes. Das bin ich. Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir an. Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Was? Darum seid ihr also hier, Ulfric? Ihr wagt es, die Graubärte zu beleidigen, indem ihr diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elisif, ich werde General, mich darum kümmern. General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elisif, ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ulfric, ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass wir Markarth am Verhandlungstisch aufgeben. Ihr versucht bei den Verhandlungen das zu bekommen, was ihr euch im Kampf nicht holen konntet. Ist es das? Sturmmantel, Herrscher? Ich bin mir sicher, dass Jarl Ulfric nicht davon ausgeht, dass er etwas ohne Gegenleistung bekommt. Ja, das wäre absolut unmöglich. Was würde das Kaiserreich als Gegenleistung erwarten? Wartet! General, ihr wollt Markarth doch nicht einfach diesem Verräter übergeben. Und so belohnt uns das Kaiserreich für unsere Loyalität. Genug. Um einmal eins klarzustellen, diese Verhandlungen waren nicht meine Idee. Ich halte sie für eine Zeitverschwendung. Ihr seid ein Verräter des Kaiserreichs und verdient den Tod eines Verräters. Aber ich verhandle wenigstens mit guten Vorsätzen. Da wir alle auf euren Wunsch hier sind, würde ich gerne erfahren, was ihr denkt, wie viel Markarth wert ist.
Stern, es ist nichts wert. Rifton, wie wäre es mit Rifton? Rift würde dabei helfen, unsere Kommunikation mit Cyrodiil sicherzustellen und Ulfriks Südflanke unter Druck zu setzen. Der ist doch da! Das Drachenblut hat gesprochen, Tullius. Markart ist unser. Jetzt werden wir sehen, ob etwas hinter eurem Gerede von Treu und Glauben steckt. Ihr enttäuscht mich, Drachenblut. Ich nahm eure Einladung aufgrund eures guten Namens an. Aber wie es scheint, bevorteilt ihr Ulfric. Wollt ihr die Dämmerstern haben oder was? Ich erkenne jetzt, dass dies überhaupt keine echten Verhandlungen sind. Ich kenne euch, Ulfric. Wenn ich euch Markart überlasse, kommt ihr mit der nächsten Forderung. Ihr werdet das Kaiserreich nie bezwingen, und das wisst ihr auch. Dennoch seid ihr bereit, Tausende für eure selbstsüchtigen Ziele zu opfern. Früher oder später werdet ihr euch unter der Axt meines Henkers wiederfinden. Und dann wird kein Drache da sein, um euch zu retten. Wie immer sind die wohlfeilen Worte des Kaiserreiches nichts wert. Halt! Seid ihr der Gefahr gegenüber so blind, dass ihr nicht über eure kleingeistigen Streitigkeiten hinwegsehen könnt? Jetzt sag's ihnen, Esbern, sag's ihnen. Ihr sitzt hier herum und streitet wegen nichts, während das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht. Gehört er zu euch, Delphin? In dem Fall sollte er besser aufpassen, was er sagt. Ihr gehört zu mir. Und ich würde euch beiden raten, zuzuhören, was er zu sagen hat, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Versteht ihr nicht, welche Gefahr uns droht? Versteht ihr nicht, was die Rückkehr der Drachen bedeutet? Alduin ist zurückgekehrt. Der Weltenfresser. Jetzt im Augenblick verschlingt er die Seelen eurer gefallenen Kameraden. Er wird mit jedem Soldaten mächtiger, der in eurem sinnlosen Krieg fällt. Könnt ihr nicht angesichts dieser tödlichen Gefahr euren Hass nicht einmal einen einzigen Augenblick lang zurückstellen? Ich weiß zwar nichts vom Ende der Welt, aber diese Drachenangelegenheit gerät außer Kontrolle. Wenn dieser Waffenstillstand dazu beiträgt, dass dieses Drachenblut hier dieser Bedrohung ein Ende bereitet, haben wir beide etwas davon. Vergesst das nicht, Ulfric. Aber zurück zum Geschäft. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Markart zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Das haben wir nun davon, dass wir auf sie eingegangen sind. Ich höre. Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Kartvasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen! Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen. Nicht einmal als Vergeltung für das Massaker. Das hier ist unser Heimatland, Tullius. All das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Also, Drachenblut. Was meint ihr? Hä? Ulfric soll euch für Kartvasten entschädigen. Gut gesagt. Endlich werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Es ist wohl der fairste Handel, auf den wir hier hoffen können. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric, General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markart wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markart. Die Sturmmäntel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang haben. Jarl Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Rifton. Die Sturmmäntel werden eine angemessene Entschädigung für das Massaker bei Kartvasten bezahlen. Ihr beide stimmt dem zu? Die Söhne von Himmelsrand werden sich an ihre Vereinbarungen halten. Solange die Kaiserlichen sich auch an ihre halten. Was ist mit euch, Elisif? Sind diese Vereinbarungen euch genehm? Sprecht nur frei heraus. Sicher wartet General Tullius schon darauf, euren Wünschen zu entsprechen. Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet.
Darauf könnt ihr euch verlassen. Kommt, Galmar. Vor uns liegt viel Arbeit. Markart aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ah, ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Und wie soll uns das helfen? Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Ach, so ist das. Alduin. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Okay, warum rufe ich dann tatsächlich nicht einfach Alduin? Ach so, weil ich nach Sorengarde muss irgendwie, ne? Drachen ja. Interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Und wie lautet der Name dieses Drachen? Ah, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od-Avin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Und ich gebe auf dieser Waffenstillstand, was ihr braucht. Er wird nicht lange halten. Eines noch. Wir wissen von Partonax. Was? Was wisst ihr? Partonax, der Drache, den die Graubärte all die Jahre geschützt haben. Er muss sterben. Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Bis nein. Er tot ist, nun ich habe ihn schon angegriffen, aus Versehen. Wir würden uns als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Was Partonax angeht. Trefft eure Wahl, Drachenblut. Ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Ich bin nicht gegen Partonax. Warum soll der sterben? Ganz grob gesagt, er hat Alduin geholfen, unsere Vorfahren zu versklaven. Am Ende mag er Alduin verraten haben, doch das macht es nur schlimmer, nicht besser. Wieso macht es das schlimmer? Wie macht es das schlimmer? Partonax keine Gelegenheit geben, im Gegenzug uns zu verraten und zu seinem alten Herrn zurückzukehren. Na gut, okay, Delphin, ich stimme dem nicht zu. Bin nicht sicher, ob ich das machen werde. Macht's gut. Jetzt ist es. Ja, okay, 11. Wir haben ganz schön lange verhandelt, ne? Von. Ja, 5 Stunden. So ab 8, ab 6, schätze ich mal, bis 11. Aber gut. Haben auch ordentlich was, wir haben ordentlich was erreicht, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen. Was gibt es? Nichts, Esbern. Ich werde nicht Partonax töten. Dann würde ich sagen, sind wir hier wieder durch? Dann gucken wir mal. Dann müssen wir jetzt als nächstes den Drachen rufen in Weißlauf. Beziehungsweise wir müssen erstmal nach Weißlauf zurück und müssen dem Jarl sagen. Nee, war ja hier. Ach, so ein Quatsch. Genau. Wir können einfach nach Weißlauf und wir können Od-Avin eine Falle stellen. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.